Guten Morgen. Der normale Alltag beginnt wieder. Mit Schule, Arbeit. Ja. Und ich bin müde. Wie immer. Wie immer. Nicht neu. Läuft. Ja, okay. Und davon kein Arbeitszeit. Aber du hast doch Schule. Ja, ich gehe ja erstmal in die Schule. Ja, ich meine, du bist doch in der Schule. Es ist doch jetzt keine frühe Abholzeit oder so. Ja, weiß. Ich gehe nur immer später ins Sekretariat. Genauso wie an den Tag, woanders jetzt war. Okay. So, die Kiddies sind weg. Wieder mal. Mann, was für ein Akt hier morgens. Richtig voll ist das. Hast du die Schlange gesehen? Ja, die geht schon ums Haus rum. Ums Haus rum. Mhm. Und es ist gerade mal Viertel nach acht. Oh, die hat noch nie offen, wa? Nee. Bei Köln bleibt die Hochburg ja. Wegen der Corona-Tests hier gegenüber, vis-à-vis von uns, diese Praxis. Jetzt stehen sie um den ganzen Block rum eigentlich. Auf der anderen Seite stehen sie. Treffen sich bald. Und treffen sich bald, ja. Die Schlangen. Das kann doch nicht sein. Ich lese, dass ab 20.000 neue Infektionen täglich im Lockdown. In Deutschland? Ja. Na, das ist Hammer. Nein, wir haben jetzt nur mit 12.000 oder so. Naja, die werden kommen. Also, das ist, da ist. Da brauchen wir ja nicht, wo ist denn hier dieser Holzkasten? Den habe ich Achim gegeben. Ach, hat er schon? Ja. Ach, er hat schon Schlüssel und alles. Ja. Ach so, er stand schon da, als wenn. Ist er noch draußen oder was? Ja, ja, steht draußen. Ach so, dann kann ich ja meinen Schlüssel doch hier lassen, wenn du jetzt hier bist, oder? Den Schlüssel kannst du da lassen. Muss ich denn jetzt nicht? Musst du? Mutti geht joggen. Sieht dumm ja. Aus? Nee, du siehst aus wie die Nike. Ja, ich wollte doch einen Pullover. Aber das ist noch dezent. Ja, warum steht denn der so aus? Für Fette. Ach so. Und auf. Die Schuhe? Oh! Ich bin mich voll verarscht von dir. Boah, du bist das Swash, 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 Swash. Komm, renn um dein Leben. Renn vorbei an der Schlange. Dreimal um die Schlange. Einmal Luft anhalten und schnell vorbei. Ja. Oh, mal gucken, ob wir hier was Passendes drin finden. Was suchst du? Ja, zwei passende Muttern. Kontern. Aber ist ja nicht drin. Die eine musst du nehmen, aber die andere musst du von einer anderen Narbe nehmen. Kannst du nicht, du brauchst ja auch nicht da drin suchen. Das ist ja viel zu zeitaufwendig. Hast du hier denn keine drin? Nee. Und in den Narbenkisten jetzt keine ganze Narbe auseinandernehmen. Doch, die anderen Muttern. In die anderen Narbenkisten gucken, die wir da vorne haben. Ne? Und die Sachs, die anderen Dinger, die passen nicht, oder was? Diese zwei Kontermuttern von der. Ja, Kontern. Doch, natürlich. Ja, dann nimm doch die kannst du auch nur aber kontern. Oh, ja, die ja. Sind super. Passen du nie. Ja, logisch, dann ruf damit. Und die kannst du vernünftig kontern und gut. Sowieso ein Schwachsinn, warum wir das nicht mehr machen, das System. Warte, und? Ausfallende beachten? Das muss definitiv so lang stehen. Weil du siehst ja hier. Ja, so. Ja, der Schlitz nach vorne. Das funktioniert hier gerade nicht, weil ich das ja nur mit den flachen Seiten einspannen kann. So, schon, dass es funktioniert. Ja. Also normalerweise müssten die passen. Kriegt nie auf. Ja, siehst du, das ist nämlich das Problem. Ja. Irgendein anderes Maß. Schrammelscheiße.
Nee, noch nicht. Ist noch Sachs, aber schon mit dem Spektro auf Druck. Ja, dann ist das so. Dann muss das irgendwie so funktionieren. Aber der Freilauf, der Zahnpflanz bubbelt. Säg die mal ein. Bis der Haken ranpasst. Von dem Hakenschlüssel. Okay. So ein bisschen einfeilen, also nicht einsehen, einfeilen. Na, kannst du die untere, nehme ich so festhalten, ist er? So, ja. Zack. Und guck gleich so. An der Stelle, also nicht ganz mittig, einmal genau bis dahin so einfeilen. Oh. Also ja, ein bisschen improvisieren. Das ist genau die Dicke hier. Ja. So. Also hier ungefähr, ja. Ja. So einfach. Alles so verschwommen. Da kann der Haufen den ganzen. Nö, war schon. Ist ja nur zum Halten. Perfekt. Perfekt. Ist ja nur zum Halten, wenn du oben Kontakt hast, sozusagen. Ja. Ja, gut, jetzt haben wir das auf der Seite gemacht. Muss der hier halten, in die Richtung halten, aber dann drehst du hier halt so rum. Das ist ja für die Ehe. Ja. Also sitzt die untere. Und das müsste jetzt auch stimmen. Kommt die Mutti wieder? Ja, aber es ging tatsächlich mit dem Lauf, muss ich echt sagen. Das ist wirklich kaputt gewesen. Ich bin schon am Spielplatz. Da weißt du, das ist so ein ganz kleiner Park, also so ein Mini-Ecke-Park. Mhm. Als ich da schon rumgelaufen bin, da war ich dann, wo ich dachte, puh, jetzt längst langsam ist, bin ich kaputt. Also, das ist aber schon 1,5 Kilometer gewesen. Dann bin ich immer noch 500 Meter weitergelaufen. Ja, okay. Und das war dann bis zur Ampel vor, weißt du, diese. Bei der Brücke, denn? Yes. Windenbruch? Ja? Nee, wieder zurück. Oder was? Ich weiß ja nicht, ja, wie ja, ich schon. Wieder zurück, genau. So, da gehen wir mal. Ich geh mal runter, ja? Okay, mit Schlüssel, ne? Weil ich hier jetzt warten. Ja, ich nehme ja immer einen Schlüssel mit. Stimmt. Geht ja nicht mehr anders. Na, viel Spaß. Ja. Bitte. Bedingen. So, der Achim braucht nämlich eine Brille. Morgen. Morgen. Bergung arbeiten. Ach, okay. Lagerring. Na, und hast du sie alle gefunden? Ja, ja, die waren noch drin. Also die waren nicht verteilt in der Narbe. Nee, nee, ich mache jetzt hier gerade noch mal einen Staubdeckel. Mal Fettpackung. Na, und die Abdeckscheibe hier oben und das alles? Ist er da oder was? Ein Staubdeckel habe ich hier noch. Nee, hier oben von der Feder.
Ach so, nee, das ist ein neueres Modell, da haben sie tatsächlich weggelassen. Echt? Ja. So, bitte. Was war denn das für eine Assel? Ihnen Tommy Hilfiger? Nee, keine Markenklamotten. Junkie! Ah! Der gefragt hat den Tag, ob wir Räder ankaufen. Ah! Denn, wisst ihr nicht, ob du den mitgekriegt hast? Wo ich meinte, nee, zu dünne Reifen. Ja, doch, den habe ich mitgekriegt. So, läuft jetzt schon wieder wie Knüppel auf den Sack. Nee, Moment, der muss fest. Ging das mit dem Halten, ja, oder? Hm? Ging das mit dem Halten? Ja. Ja. Ach, die läuft scheiße. Die Lüfter mit so scheiße. Hast du mal hier runter geguckt? Ja. Das ist doch andersrum. Der ist jetzt verkehrt rum gewesen. Der ist verkehrt rum, ja. Aber den noch so rum, wegen Halten. Ja. Schraub den nicht ganz fest, ein bisschen Spiel muss bleiben. Wenn du den ganz fest schraubst, also spielfrei, klemmst du mit der Narbe, also wenn du... Beim Kontakt. Nee, wenn du die Räder einsetzt, klemmst du das so heftig, dass kein Spiel mehr ist. Halt. Ja. Merke ich nicht, wenn du die jetzt vernünftig... Eigentlich nicht, nee. So, jetzt. Was ist denn? Da. Lagerring falsch rum geht natürlich nicht, dann kratzt es. Das soll jetzt klar, da immer drauf achten. Aber es ist halt ohne alte Narbe. Irgendwas haut damit nicht hin. Keine Ahnung. Oh, die hast du ja komplett zerlegt. Nee, die hast du nicht komplett zerlegt. Nee, die habe ich nicht komplett zerlegt. Und zieh von der anderen Seite einfach. Einfach mit dem Hakenschlüssel von der anderen Seite ziehen. Oder so. Was ist denn da so viel Spiel drin jetzt? Das war eben nicht. Was ist denn los jetzt? Nee. Was ist er denn? Nee, wirklich. Ja, aber das ist ja fest anscheinend schon. Du hast die andere Seite noch nicht festgeschraubt, richtig. Den Festkonus, ja. So, jetzt erstmal die eine Seite festschrauben, komplett, richtig, weil das stimmt schon, die muss fest sein, die hat einen Anschlag sozusagen. Warte mal, ist das fest? Weil die hat einen Anschlag, da muss das auch angeschraubt werden. Dann
kann man jetzt die andere Seite vernünftig kontern. Wahrscheinlich ist die jetzt ein Stück zu fest sogar schon wieder. Ja, da muss ich wieder ein bisschen auf. Schraub mal richtig auf. Also nicht richtig, aber so ein bisschen, so ein bisschen mehr. Jetzt schraub nochmal die andere Seite fest. Habe ich schon. Nee, noch, du hast doch dagegen geschraubt. Du hast dagegen nicht geschraubt, deswegen. Mach nochmal. Jetzt haben wir den Punkt, auf den du einstellen kannst. Quasi. Ansonsten werdet ihr jetzt hier noch dreimal okay haben, weißt du? Ist ja auch Quatsch. Denn. Und die andere Seite, den Lagerring, ist aber richtig rum drin. Ja. Mit dem anderen, wenn es jetzt nicht zu viel Spiel ist. Genau, drehen wir einmal unten am Rad und dann kannst du auch, wie sich der anfühlt. Wie fühlt sich dieser Freilaufmoment an? Scheiße. Scheiße. Zu fest. Zu fest, muss ein bisschen locker. Ja, muss auch schon reichen. Ja. Total beknackt. Hast du da irgendwas gemischt aus den Namen? Aus den unterschiedlichen Namen? Nee. Nur die Namenhülse quasi. Nur die Namenhülse. Und die beiden Kontermuttern. Ja, die passen ja nicht. Was ist denn das? Schauen wir mal, wie es läuft. Mhm. Ah ja, wunderbar. Also, Herr Praktikant hat sich ausgeschlossen. Ja. Der Praktikant, der hier das Praktikum testen wollte, wie es ist, sowas zu machen, der hat sich wohl ausgeschlossen, hat er ja gerade gesagt. Hier der Papa, Ziehvater oder was? Ich weiß gar nicht. Oder? Vater. Ah ja. Der neue Praktikant schwänzt. Alke, heißt der neue Vlog? Muss er jetzt durch, ne? Ist immer so. Okay, er schwänzt nicht, er hat sich ausgesperrt. Naja, wie gesagt, wenn er jetzt am Mittwoch kommt, ist ja auch alles in Ordnung. Ne, jetzt die Haube. Bisschen Arbeit, die Schrott. Raus damit. Geht so nicht. Wenn es repariert wird, dann ja, muss das natürlich auch funktionieren, weil das kannst du ja keinem anbieten. Ist ja nicht, was vorher war mit der Narbe. Na, vorher lief sie ja nicht. Aber ähnlich schlechter Zustand wahrscheinlich. Nee, schlechter. Was du? Guck mal noch nach einer Neuengang-Schaltkette. Für dich?
Nee, für den Kunden, dem ich die Belege vorne und hinten machen soll. Die Kette ist nämlich durch. Ein Monat, 1000 Kilometer? Ich glaube weniger. Weniger, du arbeitest ja Vollzeit. Weil das war den Gefühl, als ich hatte für Fedora in Göteborg gearbeitet, dann hatten wir das Gefühl, dass wir hat dreimal zu viel gemacht, als war gezeigt im App. Ach so. So Fedora. Aber das ist eingestellt, das kannst du kontrollieren jetzt. Fedora zeigt die Luftlinie? Ja. Zwischen A und B. Und nur einer Weg. Also was wir, wenn wir hat der Auftrag gekriegt bis zum Kunde, glaube ich. Ja. Naja, von Restaurant zu Kunde. Also den Weg, den wir liefern. Ja. Das war dann gerecht. Und nicht diese eine Fahrt dahin. Aber nicht dahin und nicht wie man fährt durch die Stadt. So, weil dann hatte ich einen Freund, er hatte... Habt ihr nach Kilometern abgerechnet oder nein? Jojo. Ach so, na dann ist es schwierig. Ah, nee, wir haben nichts gekriegt. Stunde. Ja, auch Stunde. Ja. Also das ist völlig egal. Es war nur ganz interessant für uns. Also. Und er hatte dann diese App, Strava-App auf seinem Telefon. Und dann haben wir herausgefunden, dass es war viel mehr, das er hat gemacht in einem Monat, als zeigt in diesem Fedora-App. Du kannst ja mal probieren, ob mit der Sattelhöhe alles stimmt für dich hier. Und Luftdruck und so. Und dann kann ich gar nicht selber auch ein bisschen justieren, glaube ich. Ja. Ganz einfach. So, jetzt ist zwei. Ja, aber du kommst vielleicht mal heute Abend oder morgen früh mal vorbei oder guckst mal. Zum Laufe des Tages, so morgen, kannst du auch kommen. Wie ist es denn mit deinen Arbeitszeiten jetzt? Vollwoche oder? Von 9 bis 9. Ja, aber nicht am Samstag bin ich weg. Ja. Also ab Samstag bin ich weg und dann gucke ich mal, ob ich mit Achim vielleicht so eine Winteröffnungszeit einrichte, so ganz kurz, aber da bin ich nicht da, da ist nur er da. Wer ist Achim? Das ist Achim gerade, der raus ist. Was? Achim. Der Achim. Es sieht aus wie ein Bernd oder Dieter. Dieter oder ja, Achim. Ja. Achim? Achim. Nee. Ja. Unmöglich. Unmöglich? Das musst du seinen Eltern vorhalten. Dann musst du darüber quatschen. Ich und Achim. Wieso? Wieso heißt du? Wie kannst du ein Achim sein? Wie kannst du ein Achim sein? Genau. Ach so, er ist Achim. Ja, weil ich habe gehört, du hast Achim genannt vorher. Aber ich habe nicht so wirklich... Hast du nicht visualisiert? Nein. Ja, ich hole mir ein anderes Schloss, ne? Also, ja, vielleicht. Also ich habe Verantwortung für jemand anders gefahren. Aber dann, was hast du gesagt? Ganze Woche bis zum Freitag, also. Genau, Freitag, auch ganzen Tag. Fedora. Für den Fedora-Fahrertest. Der Andi macht schon ihn mit dem anderen Riverside. Und der Patrick jetzt macht auch mit dem. Patrick fährt ein bisschen extremer. Der fährt Vollzeit eigentlich. Und fährt halt auch ein bisschen extremer als der Andi. So, nicht streckenmäßig vielleicht unbedingt. Natürlich, weil er Vollzeit fährt, dementsprechend ein bisschen länger. Aber so vom Stil her. Da haben wir zwei verschiedene Fahrradtypen, Radlertypen und schauen mal, wie lange es durchhält. Wenn es ein Jahr hält, hält es ein Jahr. Wunderbar, ja, was soll man sagen. Und ein Jahr für 140 Euro knapp. Perfekt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Nein, aber ich nehme gerne deine Nummer auch. Ach so, 0172.
Moment. Nur dann sieh, Moment. Moment. Na, der sein können. Beim ersten Bordstein, knack. 0173 9 3 9 3 4 6 4 6 2 7 2. Tommy. Der Tommy. 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 Cool, ne? Das ist auch gut. 25. Sieht ja neu aus. Oh, da kriegst du. Bunte Speichernippel, wie gibt's denn sowas? Da quietschen die Mäuse. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ach, meinst du, Fuffi ist okay für die Kurve? Oder? Was? Scheiße, der wollte gesteckt haben, oder? Für Fuffi kriegt die neu. Echt? Neu? Ja, ja. Echt? Bei Mike Doktor. Ja, ernsthaft. Echt? Da habe ich eine 105er Kurbel und eine XT-Kurbel für insgesamt 100 Euro gekauft. Na, ja, musst du nochmal ein Angebot machen. Was dafür haben wir. Oh, ja, dann kaufst du die. Na denn? Dann kaufst du die. Nee. Dann kaufst du doch da, Achim. Das ist doch gut. Ja, wo ist der unschlagbar? Was überlegst du da noch? Wenn ich die Kugel. Ganz ja. Einfach, weil ich in den Laden nicht mehr renne hier. Ach so. Naja, dann machen wir halt 40 das von mir aus. Dann das muss ich dir halt noch einen 5er geben, wenn du mir den Rahmen dafür gibst. Hä? Ja, also ich wollte es so machen, dass er mir eigentlich dann den Rahmen gibt, wohl, dann muss ich nicht raten. Ach, für einen Rahmen? Den Basso. Dann wäre das so eine Art Bezahlung, hätte ich das so. Ach so? Nee, der Sanino, das ich versprochen. Ach so. Ja, ja, das kostet die normalerweise. Das musst du, ein Fuffi? Fuffi kostet ja auch mit der, also 46 hat ein Kumpel mal die ersteigert, aber auch dann Versand und so. Also die ersteigert? Ja, ersteigert. Gebraucht? Gebraucht. Ja, nicht neu. Nicht neu. Er meint ja neu. Ich krieg's so neu für einen Fuffi. Ja, Alter, dann brücke da ja nicht mehr suchen. Dann, wenn du in den Laden nicht mehr gehst, dann geh hier zu. Dann geh du doch rein in den Laden, hol Scheiße. Dir eine Kurbel. Scheiße! Ja, wieso gehst du nicht mehr rein? Ja, genau. Ja, ganz einfach, wegen der Gabel. So, 45 war ausgemacht, 90 habe ich bezahlt. Ja, ich bin auch schon für 100%. Naja, du gehst ja auch nicht mehr für einen Fuffi. Du gehst ja auch nicht mehr in den Laden. Also, der Tommy, dann herzlichen Glückwunsch. 40 Euro, ja. Nee, das ist nicht für mich. Ich hab keine Musik. Basic. Dieses Jahr für 2005. Außerdem ist die Wallestyle. Genau, hätte ich ja nicht weiter gestört, hätte ich dir auch, klar, hätte ich gerne auch so gemacht, aber so für Umme leider nicht, weil ich hab dir jetzt ja, extra ausgebracht. Für Umme will ich sie auch nicht haben, aber für einen Fuchs ist definitiv zu viel. Ist zu viel, okay, ja. Wäre maximal 35 hätte ich gemacht, aber die ist so schön. Für 35 nehme ich sie. 35 nimmst du sie? Ja. Mensch, da hat ich ja dann richtig weit gewonnen heute. Keine Ahnung, was wir hier machen. Ich muss so lieb sein zu Achim, ey. Oh Mann, ey. 35 nimmt er so. 35, ey. Zahlst du ja auch. Ja, gut, die 15 Euro, den Kaffee kannst du dir schenken dann, ne? Kaffee krieg ich immer noch. Ja, Kaffee kannst du dir zu Hause kochen, ich hab auch schon wegen getrunken. Ey, Kaffee ist nicht gesund, ja. BSR hier. Nee, gelbe Post, ja. Die deutsche Post. Deutsche Post. Warte mal kurz. Was machen wir denn da? Ja, hab ich mir gekauft hier. Ich hab mir überlegt, hol ich mir Scheibenbremsen oder hol ich mir ein Auto? Ich hab mir ein Auto gekauft vom gleichen Geld. Ich hab mir eine XT-Kurbel geholt, wa? 40 für den Sanino. Nee. Nee, das mag ich nicht. Das ist ein Fuffi und das war's. Fuffi ist gut. Ich weiß, das ist das Gute an dir. Du hast deine Fixpreise. Ja, aber das ist auch ein guter Fixpreis. Genau wie mit den ganzen Zeilen für den Huni, was du da nicht ja gesagt hast, habe ich nicht gewirkt. Du hast halt keinen Platz. Ich habe keine Zeit dafür. Ich komme ja schon mit meinen Zeilen. Ist ja alles in Ordnung. Ist ja auch sein Will.
Gesundheit. Wer hier Corona hat, kommt nicht rein, ne? Hier. Das ist der Sattel. Wie, als hätte ich's gewusst, habe ich ja, bestellt. Ja. Mach mal da den Spinner hoch, bitte. Ja, das ist so ein SQLab, mehr oder weniger von aus Deutschland. Ja, der hat da mehrere Komfortzonen. Ich musste die erstmal waschen, die Dinger. Gelgeschichten. Die passen ja farblich. Wasch die erstmal, ey, kriegt da so ein Hautcreme. Ich schwör's dir, wasch mal die Jacke lieber, aber die ist ja imprägniert, scheiße. Ja, wasch die mal. Wasch die mal, dann hast du was. Wasch mal die Kurbel erstmal. Von 2007 oder so ist die. Ist er jetzt frei eigentlich? Ja. Frei. Haben wir hier nicht mehr oder was? Nein. Doch, haben wir. Hier, Perfektrad. Ja. Raus. Raus mit dem Scheiß. Und der Aufträger da, Mensch. Schau dir mal rum. Also Siliziumverschwendung, aber trotzdem. Das muss raus. Ich habe hier schon meine Heilpilze, die ich seit 10 Jahren einatme. Amphibien, die da im Körper leben mit deinen Wachsen, ja. Die machen dich stark. Ganz genau. Ich dachte, dass wir so viele Abonnies treffen. Das wisst ihr, Tommy, wie man die Name öffnet. Ne? So. Da mal mit zu. Fehlt noch eine Schraube von der Unterseite zu fixieren. Kannst du rausziehen. Ich weiß. Ist geil, oder? Ja. Warum Cannondale dran? Ah, das Ding. Ehre für dich. Aber wenn das mal geklaut, nee. Das ist ja festgeschraubt. Ja. Also, da sind sie mal wieder rein und noch ein bisschen Block teilen und dann. Da sind sie ja wieder zu faul für. Na, Achim hat es ja auch präsentiert auf dem Weihnachtsteller. Ja. Ich hab nicht mal das geklaut. Von wem ist denn das hier? Das ist von dem Musiklehrer. Los, nicht wegkommen lassen, ey. Gerade bei dem, ey. Das Ding hier schmeißt du doch eh weg, oder? Bitte ja. Dann nehme ich den mit. Man kann sich der Typ eine Plastiktüte rüber machen, aber er hat ja wenigstens einen Sattel. Kann er mit seinem Shopper auch mal wieder fahren. Ja, Mann, jetzt redet dich hier gerade so schlecht, Mann, mal, ey. Hör mal, du guckst drauf. Ich mag das nicht. Guck mal, du guckst drauf. Nein, ist doch falsch. Jetzt hör auf mit dem Schuh. Nein! Fang dich an. Das geht mir auf den Sack, zu, Alter. Das ist schief. Guck mal, du guckst so drauf und das hinten noch voll schief, Alter. Das ist doch Quatsch, das schaltet doch wunderbar. Nein, das ist nicht so. Oh, Mann, ey, wirklich. Leute. Warte, ich hab nur gesagt, hört auf die Räder jetzt schlecht zu reden. Du, ich hab nur gesagt, hört auf die Räder schlecht zu reden. Weil ich hab den Bock darauf. Wenn alle Räder scheiße sind, dann lass doch alle die Räder da. Jetzt fass die Räder nicht an und dann ist gut. Ey, irgendwann ist auch genug wieder. Irgendwann ist auch genug. Warte, wirklich. Reicht denn? XTR scheiße. Das scheiße. Kann das Scheiße nicht mehr hören, Mann. Thorsten kommt immer an. Da kommst du an, das Scheiße. Da kommt Walle an, das Scheiße. Das reicht irgendwann. Dann macht's doch besser. Macht's doch einfach. Repariert doch die Scheiße und macht die Scheiße, dass sie gut ist. Ich höre mal nur, geht nicht, klappt nicht, ist nicht. Das geht nicht. Das sozusagen. Und dann noch drüber zu meckern über alles. Das ist Scheiße. Ich hab nicht drüber gemeckert. Ich hab lediglich gesagt. Ist egal, dann einfach besser machen.
Fertig, 140 aus. Euro Rad, da kann nichts Dolle dran sein. Ja, das habe ich ihm ja auch schon gesagt. Da geht mal, es geht ja nicht um das Rad. Ich meine, es geht doch um die anderen Räder. Alle Räder sind irgendwie kacke. Ja, und dass ich nicht auf Drehgriffschaltung stehe, haben wir, das willst du, glaube ich, jeder. Dass ich die Dinger scheiße finde. Ja, ich spüre, der ist nicht ruhig und dann süd. Man muss halt doch Lösungen anbieten. Nicht einfach nur sagen, Scheiße hier, Scheiße da. Ne? Irgendwo abgelegt auf dem Weg nach vorne. Oder zum Müll. Ja, habe ich. Auf der Werkzeugkiste hier von dem. Nächste. Ich habe nämlich komischerweise nur noch einen Handfeger da. Ja. Das waren mal drei. So, Patricks Rad ist fertig. Ja, ja. So, haben wir auch alles. Kannst du zumindest in Kisten verkaufen. Ja, ist ja schon eingepackt. Bloß nur noch zuklappen, Klebeband drum und weg. Kiste auskippen, hinten hinlegen, Foto machen, verkaufen, weg. Ernst genommen und weg. Tja. Quasi schon der Winterbeschäftigung. Anfang, das ist ja schon der Anfang der Arbeit, die du eigentlich machen wolltest. Ja, es ist eine gute Herausforderung. Ja? Boah. Ja? Ich muss ja nicht mal Herausforderung. Dann hole ich mein Auto jetzt. Weil sonst würde ich jetzt einen Pfeil machen und abschließen, aber. Ja? Gucken wir mal. Jetzt ist 9:30 Uhr. Herr Missley. Halb elf. Bin fertig. Würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Es ist jetzt 22.33 Uhr. Ich habe alles hinter mich gebracht. Macht es gut. Schlaft schön. Daumen hoch. Kommentieren. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.